Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. In Goldenstedt gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt. Sie ist montags von 15 bis 17 Uhr in der Garage neben der Begegnungsstätte Calypso geöffnet. Gemeindemitarbeiter Waldemar Schwojew will Hilfesuchende dabei unterstützen, ihre Drahtesel selber wieder auf Vordermann zu bringen. Und der Lohner Heimatverein gibt sein neues Werk Lohne mit der Leica heraus. Darin findet ihr über 200 Bilder, die vom OV-Fotografen Heinz Zuborg gemacht wurden. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Herzlich willkommen. Dies ist die Kerzenwerkstatt der Abtei Burgdinklage. Heute sind wir mal bei uns im Kühlraum und ich nehme einfach mal mit und zeige euch mal, wie kalt das hier ist und was wir hier alles für schöne Sachen drin haben. Kommt mal mit. Oh, hallo, die UV zu Besuch. Wie schön. Ob Fisbeck im Norden oder Förden im Südkreis. Im OV-Video-Adventskalender ist fast keine Tür vor uns sicher. Wir öffnen täglich bis zum 24.12. in einem Video eine neue Tür für euch. Dabei gehen wir in Räume oder Orte, zu denen wir normalerweise keinen Zutritt haben. Die Clips findet ihr auf unserer Facebook-Seite, unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Internetseite www.oldenburgische-volkszeitung.de. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr mit vor allen Dingen Gesundheit. Das wünscht Henriette auch. Ne? Der gemischte Chor Einigkeit aus Vestrup gibt zusammen mit dem Kirchenchor Maria Frieden aus Vechta ein Weihnachtskonzert. Am Samstag um 18.30 Uhr in der St. Vitus-Kirche in Vestrup. Und am Sonntag könnt ihr in Steinfeld Plätzchen backen. Ab 14 Uhr ist neben der Lohgerberei das Backhaus für euch geöffnet. Um 18 Uhr ist dort ebenfalls der lebendige Adventskalender. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag.